Hi Leute und willkommen zurück zu Super Mario RPG. Wir sind dabei, Peach zu retten, wie man da unschwer erkennen kann. Sie ist da irgendwie fest und ja, er trägt sie davon. Wir müssen auf Bosses Hügel jetzt irgendwie wahrscheinlich was ausweichen. Wir haben in dem Turm Schalter aktiviert. So, war das nicht sogar für den Hügel hier? Ich weiß nicht, ob das wichtig war oder uns jetzt eher auffällt. Naja, gut. Wir kommen auf Bosses Hügel. Hier geht's gleich los, über einen aufregenden Action-Parcours. Eine kleine Erklärung gefällig, wie das Laufen läuft. Wie das Laufen läuft, ja, okay. Ja, du kannst dich beim Laufen nur nach links oder rechts bewegen und hüpfen. Vor- und zurückbewegen sind nicht möglich. Okay. Wenn du einen Snister oder ein Fass berührst, wirst du ein Stück weit zurückgeworfen. Springe auf die Fässer oder die Snister, um einen Spurt nach vorne hinzulegen. Aha, auf die Fässer springen, okay. Boing, aha, wie komme ich daran? Erreiche und berühre die Prinzessin, um Blumen zu gewinnen. Okay, alles klar, super. Achtung, fertig, los. Oh, ich muss einfach das Timing haben. Wenn er springt, muss ich auch springen, oder? Ups. Ah, Mist. Nein, das hat mich überholt. Ich will nicht rüber. Oh. Rote Fässer gibt's auch. Ah, Mist. Oh, ich hab gar nicht auf die kleinen Zwerge geachtet. Nein, zu viel gesprungen. Ah, Mist. Ah, ich will einfach nur auf die raufspringen. Hä? Bin verwirrt. Wie oft wir einfach getroffen werden, was zum Henker? Ich will doch einfach nur. Ah. Aha, jetzt sind wir hier nicht los. Ah, Glückwunsch, okay. Du konntest 3 Blumen erbeuten. Naja, gut. Ich wurde auch ganz schön oft getroffen. Aber okay. Ist egal. So. Eheling. Oh, hi. Willkommen in Eheling. Hier gibt's nichts. Hä? Hier gibt's nicht nur die herrliche Trauerstätte, sondern auch das schönste Hotel, das man sich nur denken kann. Einen wundervollen Aufenthalt wünsche ich euch allen bei uns. Bitte? Ein borstiger Kerl mit perlweißen Zähnen? Klar, habe ich den gesehen. Ja, der ist gleich hier hochgerannt Richtung Trauerstätte. Kann ich hier noch was finden? Nicht so wirklich, oder? Hi. Ich bin der beste Fotograf, weit und breit. Lust auf ein Hochzeitsbild? Ich habe ein paar Typen gesehen, die hatten Kochmützen auf. Da sind durch die Hintertür in die Trauhalle rein. Komische Sache. Kann ich das schieben? Nee. Oh. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Nein. Ist das die Traustätte? Eheling. Okay, keine Ahnung.
Ja, gut. So viel dazu. Wir reden das mit denen. Wir wollten gerade mit der Zeremonie beginnen, als ein paar Kerle in dunklen Kutten reinkamen und uns einfach vor die Tür setzten. Helfer! Was? Raps und Rosi? Moin. Hier drin heiratet nur einer, und zwar Bosto. Den Trausaal haben wir auch verrammelt. Also versucht gar nicht, euch einzuschleichen. Extra wegen des Brautpaars bin ich super lange gereist. Und nun sowas, ein Skandal ist das. Und das war einer von den Kerlen, die uns einfach rausgeworfen haben. Ja, schlimme Sache, da haben sich zwei gefunden und das Schicksal funkt ihnen so dazwischen. Ja. Ja, wer war denn der kreischende Bartmann, der gerade eben hier vorbeilief und brüllte, Traumhochzeit, ich komme. Gestalten trifft man manchmal. Er scheint dringend wohin zu müssen. Sehr dringend. Was sieht da was, wenn ich hin? Schade. Okay. Hier kam eben einer durch. Der sah aus wie ein laufender Bart mit Hörnern drauf. Er und Prinzessin Peach, die beiden. Ich will es ja nicht immer denken, aber. Wollen die beiden am Ende etwa heiraten? Und dabei sollten wir doch heute heiraten. Ach, alles ist ins Wasser gefallen. Nach unserer Traumhochzeit wollten wir doch die erlesene Suite im Hotel genießen. So. Heiratet woanders, klar? Und versucht gar nicht erst durch die Hintertür reinzukommen. Die ist nämlich abgeschlossen, hoffe ich mal. Okay. Die Tür geht da wahrscheinlich runter. Wir gehen erstmal hier rein. Es ist nicht himmlisch hier. Selbst für reich und schön ist dieser Ort wirklich etwas ganz Besonderes. Es wird nicht was Besonderes werden, wenn sie reich und schön sind. Schönen guten Tag. Was darf es denn sein, der Herr? Wir kaufen mal was. Was hast du denn so? Oh, mach mal Items. Okay, Medium-Zeug. Superhammer. Macht alles aber schlechter als den, den wir schon haben. Okay, dann lasse ich den. Wump-Handschuh. Okay. Heuchelhund. Naja, gut. Die beiden könnten auf jeden Fall was gebrauchen. Ja, nehmen wir. Gleich anlegen. Du auch? Ja. So. Rest ist schlechter. Hier würde uns Angriff sinken, dafür steigt uns Abwehr. Happy Panzer, den nehmen wir auf jeden Fall. Leider ist das nur für die Abwehr gut. Ja, das bringt mir gar nichts. Das hier würde ich auch eher lassen. Wobei die Abwehr steigt. Angriff sinkt. Angriff ist egal, aber Magiestärke sinkt halt. Nee, das lasse ich. Noch hier, das lasse ich. So, Anmutsring. Über und über erfüllt mit von der Macht der Liebe. Okay, kaufen. Was auch immer er kann. Doch. Oh, ich darf mal einen haben. Ja, ich kann jetzt Sachen verkaufen. Vorpanzer. Können wir verkaufen. Was dann schon? Ich behalte den ganzen Kram, wir haben genug Kohle. So, zumindest erstmal. So, du kleiner Knips. Guten Tag, alles klar? Oh, du brauchst jetzt gar nichts. Schatzi, können wir nicht die Suite buchen? Bitte, bitte. Dieses Haus ist bekannt für erlesensten Service, besonders in der Luxus-Suite ganz oben. Bloß etwas kostspielig ist es hier. Das kann ich mir vorstellen. Luxus will bezahlt werden, oder wie war das? Nein, 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 da war was. Das finden wir. Das ist nur ein kleiner Raum. Oh, schade, ich dachte, das hätten sie extra auf ihn gemacht. Ah, irgendwie nicht so. Nein. Hä? Wo ist das denn?
ist nichts. Ach, komm. Wird nicht raus. Geb ich hin. So. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wo ist das? Wo soll ein geheimer Schatz sein, wenn hier nichts ist? Nur Sachen öffnen oder so? Sprechen. Bin so erschöpft, du willst das Casino hier in der Nähe finden. Und all das Suchen war so mühselig. Ist das Casino vielleicht nur ein Märchen? Toll. Ah. Okay, wie soll ich was finden, wenn hier nichts passiert? Kann ich da nichts drücken? Auch nicht. Okay. Hab ich da nicht schon mal drauf gestanden und gehüpft? Ich bin verwirrt. Naja, gut. Dann hoch. Oh, warte, erst mit dir reden. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht. Abgeschlossen. Oh. Toll, ich darf nicht mal. Also, was anderes als die Luxusvilla ist überhaupt nicht frei. Nur mal so nebenbei, aber. Ups, so. Moment, habe ich eigentlich auch Kleidung, die ich Bosa noch anziehen kann? Hab da jetzt richtig nachgeguckt. Wir kaufen mal, Ach, du hast meine Panzer. Hm, ja. So, deswegen haben wir. Das könnten wir kaufen, wäre aber sinnlos. Das wäre auch sinnlos, weil wir die beiden Sachen schon im Turm gefunden haben. Aber schön, dass man so einen Fast-Ersatz dafür kriegt. So. Gehen wir halt hier lang. Nee, den Hügel will ich ja nicht. Was ist denn der Hintereingang von dem Ding? Jetzt hier reingehe oder da hinten rausgehe, das ist eigentlich vollkommen irrelevant. So, kann ich hier lang? Nicht so richtig. Hast du eine Idee, wie ich da hinkomme? Ein paar Türen in die Hintertür, in die Trauhalle rein. Komisch da. Durch die Hintertür, ja, wo ist die Hintertür? Müsste eigentlich hier irgendwo hinter sein, aber. Okay. Die Hintertür. Ist hier irgendwo. Irgendwo ein Gang oder sowas? Ich gerade nicht sehe. Hä? Da ist eine Tür? Okay. Na gut. Sonst haben wir die Tür entdeckt. Oh. Können wir euch kämpfen? Nee. Der Bräutigam will eine Torte, die keiner sein Leben lang vergisst. Unsere leichteste Übung. Eine Riesenhochzeit braucht eine Riesentorte. Und die hier. Nee. Die wird hier gebacken. Ja, ein Meisterwerk wird das ja wohl. Okay. Schade. Kann ich nicht hin? Halt, wer da? Hm? Du siehst zwar aus wie dieser Mario, aber das Tor ist bombenfest verschlossen. Kannst es also nicht sein. Verzieh dich lieber von hier und deine Riesenschildkröte nimm schön mit, kapiert? Frisch, mach den Mario und hüpf raus hier.
Was? Willst du Ärger machen? Wie? Na, dann sag ich lieber rasch schon mal Boss zu Bescheid. Uffi, geht nicht auf. Hey, hilf mir mal, die Tür aufzubrechen. Ich hüpfe, dann rennen wir gemeinsam los. Will, dein Timing stimmt nicht. Bereit? Wow. Bereit? Ich hänge mal. Aha. Meister Boss, so Mario ist hier. Ihr Nulpen, könnt ihr nicht mal einen Raum normal betreten, anstatt hier wie bekloppt reinzustürmen? Schließt die Tür, schließt sie, Beilung, schnell. Mario, bist du es, Mario? Ich bin hier drin, beeil dich, hol mich hier raus. So, nochmal speichern. Ups. So, kann ich denn unten noch irgendwas machen? So, dann. Bist zwar nur eine halbe Portion, aber du darfst mir gerne helfen. Du sollst dich ja nicht komplett unnütz fühlen. Der Schnauzbart schafft es hier sicher nicht rein. Nur der Schildkröterich, der könnte uns Ärger machen. Autsch, 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 so passt doch auf. Oh je. Es ist mir alles runtergefallen. Meine Schuhe, mein Ring, meine Brosche und sogar meine Krone. Was warst du? Boss, ich. Nicht stören, ich heirate. Also dann, meine verehrte Braut wird langsam ungeduldig. Fangen wir mit der Hochzeit an. Was denn das? Sehe ich da Wasser in deinen Augen? Du bist doch nicht undicht, mein Schatz. Das schmeckt ja ganz salzig. Was da brauchst du? Ich fürchte, eure Braut, nun ja, weint. Sie weint? Aber das machen Leute üblicherweise doch nur, wenn sie traurig sind. Bah, ist das eklig. So salzig wie das ist, ätzt das Zeug bestimmt alles weg. Aber warum weint die Gute bloß? Ich nehme an, dass sie der Verlust ihrer Hochzeitsaccessoires traurig stimmt. Aber natürlich, los, macht ihr, dass sie aufhört, ehe ihre Tränen noch die Torte ruinieren und Mario hier auftaucht oder so. Aber Mario ist doch schon längst. Meister Borsto, wir müssen die verlorenen Sachen in der Braut finden, sonst ist es Essig mit der Trauung. Und die Hochzeitstorte ist auch noch nicht da. Verstanden, mein verhüllter Freund. Ihr sucht nach ihrem Zeug. Ich mache derweil mit der Zeremonie weiter. Meister Boss, ihr solltet auf der rechten Seite stehen. Die Braut steht immer links. Mir auch klar. Wollte nur sehen, ob ihr auch aufpasst. So besser? So besser. Meister Boss, ich hab den Ring. Und hier ist die Brosche. Was da brauchst du? Die Schuhe. Die Schuhe, okay. Ich habe sie gefunden. Hey, Moment mal. Fehlt da nicht noch was? Stimmt. Und zwar die Krone. Oh je, man zündet schon mal Kerzen an. Nicht mehr lange, bis der Traum. Die Zeit drängt. Knöpft den Snifstern die Accessoires ab und rette Prinzessin Peach aus der Klemme. Wenn du dich beeilst und es schnell schaffst, passiert vielleicht etwas Gutes. Oho, hier, nimm die hier und bring sie zu Borsto. Ich suche die Krone. Prinzessin Peach Schuhe erhalten. Aha, hier, nimm die hier und bring sie zu Borsto. Such die Krone. Hier, nimm. Na, was gefunden? So können wir mal. Du hast ja nur drei Teile, eins fehlt noch. Okay. Soll ich mich denn beeilen? Nee, was fehlt? Krone, Krone.
soll Gutes passieren. Ich finde die Krone ja nicht mal. Doch hier sein. Oh nein, die haben es in die Torte gemacht, oder? Lass mich. Nee. Aber wo ist die Krone? Es gibt keine Krone. Wir haben hier eine Kronleuchter. Hilft das auch? Bin blind. Richtig blind. Hä? Hi. Oh, schade. Hilft nicht. Hä? Nee, mit dir wollte ich nicht reden. Ich bin ultra blind. Ich sehe ihn nicht. Wie der da lang hüpft. Ah. Keine Ahnung. Nicht, was ich tun soll. Das ist die Krone von. Ich bin nur zwischen den durchgesprungen. Verstehe ich nicht. Oho. Da ist die Krone, ja. Warte mal, du bist doch ja Mario. Bist wohl extra hergekommen, um meine schöne Hochzeit platzen zu lassen, was? Mario. Endlich bist du hier. Platt gemacht. Oh nein, was macht denn Bowser hier? Komplizierte Story, werteste. Ach, nicht so schlimm. Solange du in meiner Nähe bist, fühle ich mich sicher, Mario. Und jetzt ein Küsschen für mein Götter. Ah, ist ja wieder typisch. Er kriegt einen Kuss, ja? Für das bisschen retten? Mir hat... was? Mir habt ihr es zu verdanken, dass wir hier überhaupt reingekommen sind. Recht hat er. Und mir erst recht. Ohne mich wärt ihr auch nicht alle hier. Los, gib Borstin einen Kuss. Sei doch bitte still. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Mario, dein Küsschen. Okay. Hört sich irgendwie schmirgelig an. Ja. Du bist das. Das sah niedlich aus. Ja. Lass uns los, Mario. Reisen wir zurück zum Pilzpalast. Der Kronminister wartet schon auf uns. Verzeihen Sie die Verspätung, der Herr. Cooper Tessier. Mhm. Aber dafür ist uns die wohl tollste Torte überhaupt gelungen. Unvergesslich. Was kannst du dir bestellt haben? Ist ein Schneemann geworden oder was? Aber wo steckt denn das Brautpaar? Oh oh. Hallo? Keine Braut weit und breit. Da ist sie ja. Will sie etwa fort? Aber wer wird sich denn an unserer deliziösen Tortenkreation gütlich tun? Das könnt ihr einfach nicht machen. Wir haben die ganze Nacht lang geschuftet. Ihr holt Pralinen? Okay. Halt, stopp.
Oh. Oh, die Torte kriegt einen Schaden. Halt, stopp! Oh, Mann, 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 Mann. Schubbel, 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 was? Autsch, aua! Ja, was ist du, Kraton? Die Torte bewegt sich. Hm, papalapap. Ja, er steht wie steife Sahne. Weiterkämpfen, los! Hätte aber schwören können. Halt, stopp! Sofort aufhören. Fummel, fummel, fummel. Aua, ouch, was denn nun? Torte, sie bewegt sich doch. Du hast wohl zu viel am Puderzucker geschnuppert. Warum sollte ich denn nicht lügen? Weil du Sahnetöpfchen auf. Was? Nase hast du? Da, wo bewegt sich das Ding denn? Ja. Sie bewegt sich ja. Rette sich, wer kann. Ach, jetzt habe ich plötzlich recht, wie? Oh, Kerzen gehen mal an. Greift mir an, um die Kerzen zu löschen. Wow. Oh, sind aus. Okay. Oh shit, Mario braucht Items. So, Item. Wir brauchen mal. Ne, ein Pilz. Nicht abwehrbar. Oh, Glück gehabt. Zwei sind ausgewichen. Warte mal, aber kurze Pause. Das ist Meister Boss aus Hochzeitstorte. Er wird garantiert ausrasten, wenn einer davon schnascht. Hey, Nummer 1, wo ist denn nun meine Torte? Meister, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr auf etwas Tortenähnlichem steht. Ha? Ach, das soll eine Torte sein? Na dann, bleibt nur eine Sache zu klären. Wie verspachtelt man so ein Ding? Ich bin dafür, dass wir es kochen. Nummer 2, was hältst du davon? Ja, das gibt doch eine Riesenschweinerei. Wieso schluckst ihr die Torte nicht einfach runter? Wie, in einem Stück? Leichter gesagt als getan. Kommt schon, Meister. Das schafft ihr. Mund auf, Augen zu. Ja, kein Erwartungsdruck. Auweia, auweia. Dies, was? Rampenfieber. Hals- und Bartbruch. Und hepp. Halt, stopp. Halt die Torte gerade bewegt. Hat sich die Torte gerade bewegt. Was soll's, Herr Meister? Mir ist nicht wohl bei der Sache.
köstlich. Was ist das? Spüre ich da gerade eine Gefühlsregung? Diese Gaumenfreude. Mir kommt die Tränen und sowas. Glückwunschmeister. Die Hochzeit ist nun offiziell vorbei. Ich danke euch allen. Und was das wohl? Verschwinden wir hier. Okay. Was zum Henker? Also hat die Torte gegessen. Und das war wirklich tapfer von dir, Mario. Mein unbeugsamer Held. Also gut, brech mir auf, ja? Aber ist es zu fassen? Beinahe hätte ich dieses borstige Scheuse heiraten müssen. Doch eines Tages, irgendwann, finde ich sicher den richtigen. Peach, die Prinzessin des Pilzkönigreichs, hat sich der Gruppe angeschlossen. Und geleitet sie sicher nach Hause. Yeah, geschafft. So, sehr gut. Haben wir auch die Hochzeit überstanden. Wir machen dann aber erstmal Schluss für heute und ja, sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.